Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir kommen gerade aus dem Feinschmecker raus und haben die mal ein bisschen durchschnüffelt. Und heute gehen wir nämlich zu den Rumsern, jawohl. Frage nur, ob wir da hinkommen und Frage ist, ob ich überhaupt meinen Ton an habe. Habe ich, okay, es ist nur leise, wie vorhin bei Skyrim. So. Ach, ich bin immer noch unsichtbar. Oder habe ich mich gerade unsichtbar gemacht, hä? Nee, ich glaube, ich bin immer noch unsichtbar. So, wer bist du denn? Reisender. Achso, ich schleiche. Ah, okay. Das ergibt wenigstens Sinn. Wo ist hier der verdammte Ausgang? Badehaus? Stealth-Boy hat nachgelassen. Oh, das war rechtzeitig. Aber. Wie komme ich hier raus? Ich glaube, wir müssen durchs Badehaus. Ich bin mir da nicht so sicher. Hoffen wir es mal. Also, meine Navigation ist ja total für den Arsch, muss ich sagen. Total für den Arsch. Aber wir finden schon irgendwie raus. Ich glaube nämlich, wir sind von da gekommen. So. Ich weiß nur nicht mehr ganz genau, wo die Rumser waren. Jetzt sage ich schon Rumser. Was habe ich jetzt für einen Akzent plötzlich? Ja, ich war gerade ein bisschen auf YouTube unterwegs. Und ich gucke ja gerne englischsprachige Let's Player. Da kommt es manchmal vor, dass ich irgendwie mal einen Akzent entwickle. So, Ausgang, wo bist du? Ach, scheiße, ist das der Ausgang hier? Hotelzimmer, nee, Hotelzimmer ist kacke. Ich hab gar nichts gemacht! Scheiße, ich brauche Ausgang! Ich hab gar nichts gemacht! Ich bin komplett unschuldig! Und er greift mich an! Scheiße, Mann! Was habe ich denn getan? Nichts. Das ist nur der eine, oder? Nein, das sind alle. Okay, die Feinschmecker müssen auf jeden Fall sterben. Ich muss das Ja-Sager sagen. Ist das der Ausgang? Sag bitte ja. Oh ja. Oh. Ey, cool, die haben mir sogar meine Waffen zurückgegeben. Fühl dich nett. Tötet ihn, aber gebt ihm zuvor seine Waffen zurück, damit er raus kann. Alles Idioten. Oh Mann, ich hab den Geist getan. Was ist denn los? Ich bin da komplett friedlich durch die Gegend gegangen und plötzlich kurz vorm Ausgang greife ich mich an. Was soll denn das? Nee, die werden mich schon vergessen. So. Stimmt, ich wollte noch was kurz nachgucken. Und zwar, bevor wir losgehen, hoffe ich, dass wir reisen können. Waffenschieber. Reisen wir dahin. So, dass die Musik auch mal langsam verschwindet. Diese Actionmusik. Hier schon ein Herzkollaps. Übrigens bin ich ziemlich voller Calzone und kann kaum sprechen. Ich versuche auch mein Bestes. Oh, Mittagessen, Alter. Das war zu viel. Huch. Wer will aufs Maul? Mit. Achso. Natürlich sind meine ganzen Quicksilts weg. Natürlich. So, Dienstgewehr macht auch ein bisschen Schaden. Ach, komm, weißt du was? Irgendwer ist hier ein Feind. Und ich möchte gerne das Dienstgewehr testen. Du bist doch ein Feind, oder? Warum sind die alle böse auf mich? Okay, ich treffe einfach mal nicht. Achso, das ist ein Freestyle-Schläger. Aber nette Brille hast du da. Was soll hab ich für Klamotten an? Na, was? Triff einfach nicht. Hat zwar nicht so viel Munition, aber ich verballere trotzdem mal alles an den. Verziehst dich, ja? Oh Gott. Bin ich scheiße im Zielen. Ha! Gut, all meine Munition verbraucht. Sehr schön, so habe ich es mir gewünscht. Sag mal, warum ist eigentlich die Musik so laut? Das irritiert mich aber jetzt gerade ein bisschen. Hab ich irgendwas umgestellt? Eigentlich muss das doch auf blau sein, warte. So muss das sein. Okay, perfekt. Ich weiß zwar nicht, wieso ich extra geschossen habe, um meine Lautstärke zu testen, aber naja. Und zwar wollten wir, beziehungsweise ich wollte, einmal gucken, wo ich überhaupt hin möchte. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, das ist das Problem.
Das würde ich euch gerne sagen. Wir waren ja verfeindschaftet mit irgendeiner Truppe. Wie hießen die noch gleich? Ich glaube, ich bin hier richtig gut. Wenn wir jetzt hier links gehen, müssten wir da ankommen. Die Schreier von da haben wir sowieso schon umgebracht, deswegen werden die hier nicht stehen. Da wollten wir hin. Ach, den haben wir auch getötet. Stimmt ja, stimmt ja. Was wir nicht alles umgebracht haben. Mal gucken, ob die freundlich sind zu mir. Tut mir leid, dass deine Rüstung für den Arsch ist. Ranger Patrouillenrüstung. Also, wir haben alles hier abgelegt. So, ich habe komisches Outfit an, weil ich keine andere Rüstung habe, ne? Ja, ich habe keine andere Rüstung. Ich könnte mir zwar andere Rüstung kaufen, aber ihr kennt mich, ich bin verdammt geizig. Deswegen tue ich es mal nicht. Aber kurz mal reingucken, ob die wieder freundlich sind. Das ist auf jeden Fall drin, oder? Okay, die sind immer noch böse auf mich. Ach du Scheiße, wurde ich zerfetzt? Ich sehe aus wie so ein Tourist. Okay, ich muss mich umdrehen und rausgehen. Einfach umdrehen und rausgehen. Wir müssen, glaube ich, sowieso zurück und ein paar Sachen ablegen oder so. Ja, obwohl. Wir gucken gleich mal kurz, wie viel wir tragen. Tschüss. Okay, die sind immer noch böse auf mich. Frage ist nur, ob das so bleibt. Ich werde es ausreizen. Ich werde so lange warten, bis die wieder freundlich sind, wenn es überhaupt möglich ist. Ich hoffe es zumindest. Was? Feinschmecker ignorieren? Nein, Feinschmecker müssen getötet werden. So, ich möchte nämlich jetzt zu den Rumsern. Die sind da hinten. Bei der Nellis Air Force Base. Und müssen von hier aus laufen. Wir haben keine Rüstung. Wir haben eigentlich gar nichts. Sogar mein Mikrofon ist scheiße eingestellt. So. Ich hab's so gerne auf Kopfhöhe. Ich würde mal glatt schätzen, dass wir unterwegs irgendwie mal ein paar Leute töten sollten oder vielleicht irgendwie einfach mal die Rüstung von denen nehmen. Ah, man kann auch Glück haben, ne? Ah, die Fangraphs, genau. Da, so hießen die. Das hast du verdient. Rüstung. Wir haben eine Kampfrüstung. Sehr schön. Von den Fangraphs war das, ne? Aber jetzt trage... Ne, ich trage nicht zu viel. Alles gut. Trotzdem können wir das hier wegwerfen. Das hier können wir wegwerfen. Das ist kein Gewicht, oder? Das hat Gewicht 5? Weg damit. Wieso trage ich das Ding mit mir rum? Gewicht 15, ey, verpiss dich. Gewicht 12. Ha, hab Arsch. Wäre aber schön, wenn wir uns mal irgendwie ein bisschen Rüstung zurücklegen würden. Für den Fall der Fälle, dass wir zu Hause was brauchen. Aber naja. Ab zu Nellis Air Force Base und hoffentlich irgendwas unterwegs finden, was wir... ein Händler. Händler, warte auf mich. Vielleicht hast du irgendwas Schönes für mich. Vielleicht sollte ich einfach mal lernen, doch mein Geld auszugeben, was ich habe. Ich werde es nie ausgeben, ich weiß es deswegen. Prim ist eingeknickt und... Wieso seht ihr gleich aus, Hallo. Mann? Brauchen Sie was? Ja, was hast du so im Sortiment? Dienstgewehr hat 5,56. Hat sie 10 Muni von, weißt du, was kaufen wir? Und dafür kriegt sie... Was? Sie hat 4000 Deckel? Wieso haben wir... Achso, wir haben 11.000. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich nur 1000 Deckel? Ja, komm, die Macheten kann ich dir geben. Obwohl die hier nicht. Hast du 45er Clove? Natürlich nicht. Wieso solltest du auch? Wieso sollte einer von euch das haben? Alle Schweine. Ah, Mist, ich hätte die Rüstung verkaufen können, ich gerade. Warte. Du kriegst auf jeden Fall die Schrotflinte, weil ich dafür zu nah ran muss. Du kriegst... Das Jagdgewehr ist voll viel wert, ne? Macht das so viel Schaden? Schaden 34, WTF. Was für eine Munition? 308. Die Hülsen nehmen wir mit, daraus können wir nämlich Munition herstellen. Und die Patronen noch. Kannst du mal Dynamit haben, das brauche ich sowieso nicht mehr. Die Einschussflinte kannst du haben.
Die 9mm kannst du haben. Was haben wir denn noch für dich? Wir brauchen eigentlich sonst alles, ne? Ja, komm, das Whisky kannst du haben. Ich weiß nicht, wieso ich das rumtrage. Die Vorkriegsbücher verkaufen wir einfach alle. Bam! Keine Ahnung, wieso ich die überhaupt dabei habe. Vorkriegsgeld ist wenigstens viel wert, ne? Stange Zigaretten, Schneidebrett. Was habe ich alles für Scheiße dabei? Das kann ich behalten. Klemmbrett. Keine Ahnung, was ich damit soll. Kernspaltungsbatterie. Bla 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 bla. Finanzklemmbrett. Keine Ahnung. Blechdose, wieso? Baseball. Was habe ich alles für Scheiße dabei? Okay. Herrschaft anerkannt. Bleib hier! Einige Leute tun wohl alles. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo dieses Lager war. Ich glaube, das war hier um die Ecke. Ach, verdammt, weißt du was? Leck mich. Läuft ihr halt hier mit 4000 Kokokken durch die Gegend? Wir werden sie wiederfinden. Und ich glaube, wir gehen mal hier rein. Ich möchte auf jeden Fall, ich wiederhole mich gerne, auf jeden Fall, überall reingehen, wo es geht, weil, das haben wir haben derzeit noch gar nichts untersucht, also nicht so richtig, ne? Und überall könnte irgendwas sein, was wir gebrauchen könnten, was weiß ich, Waffen, Munition, irgendetwas. Ich meine, wobei ich die ganze Munition natürlich zu Hause gelagert habe, ich könnte die quasi für meine Jagdflinte mitnehmen. Hier wohnt jemand! Was? Irgendein Datenausfall hat Nutzerinterface unleserlich gemacht. Der Schaden scheint ansonsten sehr weitreichend zu sein, da die Pumpstation noch läuft. Nicht sehr weitreichend zu sein. Wissenschaft von mindestens 50, um die Reparatur vorzunehmen. Kann ich das schon? Ah! Unglaublich! Warnung. Das Filtersystem hat Strahlung entdeckt. Keine Lecks in dieser Einrichtung gefunden. Untersuche sie bitte externe Ursachen, um dieses Problem zu lösen. Was habe ich denn da für eine Quest gerade angenommen? WTF habe ich hier gemacht? Was ist hier los? Hä? Okay, wir haben irgendwie eine Quest gerade bekommen. Habe ich links gesehen, aber... Da. Harte Zeiten, Blues. Ist hier jemand? Irgendetwas? Ein Pümpel. Yeah. Aber wieso können wir das klauen? Hier ist doch kein Schwein. Und wir müssen raus dafür. Hä? Ja, Freunde, ich bin verwirrt. Keine Ahnung, was hier abgeht. Als wir zwischendurch die Quest gefunden haben, ist gut. Ich brauche nämlich so viele Level wie möglich bis zur nächsten Staffel. Weil wir dann schon ins nächste DLC gehen. Ich möchte ja pro Staffel einmal in ein DLC gehen. Die DLCs werden, glaube ich, vielleicht eine halbe Staffel sein. Maximal. Von da können wir dann die restliche Zeit hier in Ödland verbringen. Wo soll ich denn hin? Was läuft denn? Ach, das sind die Händler, ne? Ah, es sind die Händler da. Was seid ihr? Ehrenkasselladen. Warte, wir gucken mal auf die Karte, wo ich dafür hin muss. Vault 34? Hä? Okay, wir gehen, Freunde, wir gehen erstmal Vault 34. Scheiß auf die Rumser. Und ich möchte hier ungern runterspringen. Normalerweise würde ich einfach runterspringen und mich dann Keks freuen, aber... Das ist mir doch zu riskant, wenn ich schon mich nicht regenerieren kann. Ich möchte so wenig Schaden wie möglich nehmen. Ah, die patrouillieren hier. Ich könnte die auch eigentlich umbringen und ihre Waffe klauen, ne? Und dann denen geben. Warte. Es ist die perfekte Gelegenheit, um mal wieder ein bisschen Scheiße zu bauen. Das war Nummer 1. Wartet auf mich, Händler. Ich habe Sachen für euch. Ganz viele Sachen.
alles mitnehmen. Wartet! Was? Wie? Ich bin überlastet. Kann nicht sein. Ach du Scheiße, ich bin richtig überlastet. Na komm. Reparieren wir wenigstens unser Dienstgewehr. Nehmen wir das Messer nochmal, dann wird es auch ein bisschen wertvoller. Aber noch können wir immer noch nicht laufen. Soldatenhelm. So, wartet auf mich, Händler. Ich habe Sachen für euch. Gerade frisch aus dem Lager geholt. Hallo, brauchen Sie was? Ja, verkaufen. Und zwar hätte ich für dich das Dienstgewehr behalten wir ja, ne? Die Jagdflinte wollten wir auch behalten. Wieso habe ich eine Karawanschrotflinte dabei wieder? Egal. Messer. Wir haben den so viel abgejuckst und... Okay, vielleicht hätte ich darauf achten sollen, was wir den abgeluchst haben. Aber naja. Wir werden uns schon zurechtfinden. Toll, für 300 Kronkorken habe ich 2 Leute getötet. Ist schon ein bisschen arm, ne? Eine Krücke haben wir dabei, cool. Hammer kannst du haben. 2 Kaffeetassen. Eine Krücke. Lackierpistole. Ja. Was haben wir denn so wenig geklaut? Naja, okay. Schade eigentlich. Hätte mich um mehr gefreut. Jagdgewehr, ne? Das war der mit dem riesen Schaden. Wir gehen zu World 34. Reisen dann einmal kurz nach Hause und holen uns Munition für das Jagdgewehr, damit wir uns wehren können. Das ist wirklich das einzige Problem, was ich habe, dass die Munition etwas wiegt. Würde ich alle Munition mitschleppen können, die ich habe, ne? Ich hätte nie Probleme. Aber nein. Ich muss mich hier immer entscheiden, welche Waffe ich haben möchte. Wo soll diese World 34 jetzt sein? Ist das da hinten der Hoover-Staudamm? Keine Ahnung. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, der liegt gar nicht in die Richtung, oder? Ne, ist ein anderes Haus. Hallo? Oh, Geckos. Ein Goldgecko, klasse. Ich glaube, die sind noch ein bisschen härter drauf. Außerdem kann ich überhaupt nicht zielen. Okay. Wir packen die Machete aus. Die sind nämlich ein bisschen schneller. Und ich treffe nicht. Ach du Scheiße, die töten mich! Die töten mich! Okay, ich gehe zurück und hole mir Munition. Ich hab's verstanden. Ach Dreck, nein! Alles ist wo. Oh Gott! Alles umsonst. Ja, Freunde, ich werde das jetzt einmal kurz wiederherstellen einfach. Ich werde auch nur zu den Leuten hingehen, sie kurz verprügeln und dann wieder verkaufen. Danke für den Schuss. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.